Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2, Part 82 von mir auf 94. Im letzten Part haben wir ein paar Autos hochgejagt auf einer Rennstrecke und ja, haben dann den letzten noch mit einem Raketenwerfer geholt und das war jetzt eine leicht detaillierte Beschreibung des letzten Parts. Hätte ich mir wohl auch sparen können. Oh, und warte. Zack, einfach rüber. Das war doch mal eine geile Landung. Da muss ich mich selber loben. Aber was ich gucken wollte, ist hier nach dieser Waffe, die ich schon letztes Mal wollte. Hier unten in dem Haus. Und es ist eine da. Was ist in der Kiste? Okay, über den Tellerrand schauen. Schon etwas Schaden. Nicht so viel wie... Ja, das ist eine Shotgun. Aber ich habe gar keine Pistole gerade ausgerüstet. Aber die ist doch schon ganz gut. Kritischer Trefferschaden ist auch sehr geil. Und schießt verdammt nochmal schnell. Und 19 im Magazin. Finde ich geil. So, dann verpissen wir uns hier mal kurz um die Ecke. Jumpen hier so über die Berge. Wenn das gehen würde. Und? Oh, es geht. Borderlands ist ja so toll für die Abkürzung. Oh Gott. Oh Gott. Warte, wir nehmen eine Abkürzung. So, und jetzt müssen wir Carson finden. Carson war auch einer von den Zephords. Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, der scheint tot zu sein. Wo ist die Kiste, Carson? Was war das? Hörte sich an, als würde so ein Hyperion-Penner versuchen, mich auszuquetschen. So hat sich's doch angehört, oder, Bruder? Absolut, Bruder. Du solltest... Mavis, nein! Gerte ist auch hinter dem Schatz her. Mist. Er ist ein Hyperion-Gangster, korrupt bis zum Anschlag. Wahrscheinlich hat er Castle in den Hyperion-Friendship-Gulag gebracht. Okay, dann. Wo ist die Waffe hin? Wo ist die Waffe? Na, okay. Befreie Carson aus dem Gefängnis. Gut, der ist auch noch woanders. Dann, ja, gehen wir doch dahin. Aber nicht ohne meinen Wagen. Oh, warte, hier gibt's auch einen Catch-a-Ride. Das wäre irgendwie doof gewesen, wenn ich jetzt so weit gerannt wäre. Und den teleportieren wir uns direkt neu hin. Zack. Und auf geht's. Nehmen wir die Route. Da ist gerade kein Bandit im Weg. So, ah, das ist das Ding hier. Und, oh, ich dachte gerade, ich hätte überzogen, aber ich habe hier gerade erst den Cut gemacht. Ich bin so schlau. Eingeparkt. So sieht es zumindest so aus, als hätte ich rückwärts eingeparkt. Das sollten die Frauen unter euch mal auch probieren. Müsstet ihr euch nur vielleicht eine verstärkte Front holen? Und ein verstärktes Haus oder so. Sieht man dann ja, an was es gemangelt hat. Oder eine verstärkte Stirn und... Naja, ihr wisst, was ich meine. Rette ich dir dein Leben. Du kommst wieder... Kommst du wieder weg oder... Ich weiß nicht, mit dem anderen... Extra Explosivschaden. Ich meine, hallo. Aber du kommst weg. So, du... Ich weiß es immer noch nicht, was das ist. Ich probiere es jetzt einfach mal kurz aus. Ah, der hier macht auch extra Explosivschaden. Und weg. So, die hier soll ich ja behalten und die hier, ja, muss ich mal gucken irgendwann. So, und jetzt gucke ich mal, was das Schild bringt. Schild, so. Jederzeit. Okay, Objekte verkaufen haben wir gemacht. Tot? Und hier das krieg ich wieder hin. Ist nichts Besonderes, auch wenn ich jetzt zweimal in denselben Automaten gegangen bin. Gut, hier ist nichts. Und EP. EP? EP. So, was gibt's hier in der Ecke? Nix. Schöne Spiegelfenster, die was weiß ich was spiegeln. Ich meine, hallo. Wie können die hier den Mond spiegeln? Da ist Stein. Oder wenn ich hier stehe. Guck mal, ich bin eine Landschaft. Das hätten sie echt. Vor allem, das spiegelt das Ganze von oben. Was zur Hölle? Wo ist der Sinn dahinter? Das spiegelt nochmal alles von oben.
Weil jetzt können wir uns hier eine schöne Landschaft angucken. So detailliert. Boah, sieht das eklig aus, wenn ich mich so drehe. Bah. Und jetzt gucke ich von oben irgendwo drauf. Obwohl das hier eigentlich den Boden hier spiegeln sollte. Na. So. Oh, warte, jetzt können wir ja drauf fahren. Oh, meine Güte. Komm her. Und? Oh, was? Da ist ein... Oh Gott. Okay, zusätzlicher Roid-Schaden können wir knicken, würde ich sagen. Und? Na geil. Jetzt gedacht. Warte. Ah, scheiße, ich komme nicht aufs Inventar. Oh Gott, du. Meine Rettung. Stopp. Ausrüsten. So. Anstatt die Shotgun machen wir mal... Oh, warte. Noch das Schild wieder umrüsten. Okay, das ist übrigens ein Knick... Ein Klick gerade. Okay, gefällt mir doch nicht so sehr. Okay. Kann auch Einzelschuss. Das ist dann doch schon besser. Was habe ich eigentlich momentan für Granaten? Achso, die. Okay, geflöten. Oh, ich habe echt welche getroffen. Und... So unpräzise. So. Was, wo? Hier fliegt irgendwo einer. Okay, nehmen wir mal wieder die richtige Waffe raus. Und ziehen hier mal durch. So, das war Absicht. Das war Skill. Guckt euch das an. Bam! Einfach alles kaputt. Ich bräuchte eine... Säurewaffe. Hm, leck. Ah, ich habe hier doch eine. Ah, hier habe ich auch eine. Gut, nehmen wir die hier. Na. Sowas macht man aber nicht. Die ist aber scheiße unpräzise. Und das Viech fliegt einfach mal. Bis was weiß ich wohin. Gut. Schlechter Kampf. Und Geld. Nee, doch kein Geld. So. Iba, wie soll man sich denn hier ordentlich umgucken können? Oh bitte, jetzt muss ich mich mit Banditen Nehmt das! Die prallt ja, die geht ja erst auf, wenn... Huch, das ist ein bisschen weit geworfen, aber getroffen. Ha! Bandit! Geile Waffe. Oh, ich hasse diesen Zoom. Und die Präzision. Triffst du ja nicht mal, wenn du einen Meter dran stehst. Oh, da kommt er an der Rand. Gut, wir wechseln wieder auf die... Ey, wir haben doch alles ausgerüstet. Warum switche ich denn immer rein? Einmal kurz nachladen. Oh, hi. Du gehst auch noch weg. Du. So, Geschützin und... Warte, was ist da jetzt gerade gelandet? Ein Gunloader, okay. Ich dachte, das wäre irgendein Badass. Okay, den hat er bekommen. Das war irgendeine Waffe, die ich nicht will. Soweit ich weiß. Was bist du denn? Keine Ahnung. Egal, gibt bestimmt noch irgendeine Nebenmission damit. Aber jetzt müssen wir ja erstmal Carson befreien. Carson vom Dach. War der schlecht. Ah, Crit-Stelle, Crit-Stelle. Crit-Stelle und... Sehr gut. Ha, ich hab ihm die Arme abgeschnitten. Was will er machen? Granate wird geworfen! Und komm her. Ha, ha, ha. Ich
finde die Granate so geil. Noch ein Gun. Ah, da ist der Heavy Dings. Ach so scheiße, Warloader. Oh shit. Alter, warum nimmst du keinen Schaden? Oh Gott. Da ist ja noch einer. Beine, 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 Beine. Fuck you. Friss. Trotzdem, das Viech ist immer noch nicht down. Geh weg! Scheiße, Mann, wo bin ich hier? So, tschüss. Und, hier auch noch. Oh, fuck. Das war scheiße. So, da geht der Warloader. Oh, hinter mir. Ah, der ist down. Scheiße, Mann. Geschütz ist down. Ah. Miesen Kackgranaten hier. So, und zwei noch. Ein Gunloader und ich hoffe, der andere ist kein XP-Loader, ansonsten kriege ich gleich eine Überraschung von der Seite. Achso, ja klar, da oben. So, sehr gut. Weder hat jetzt irgendwas Geiles gedroppt. Dann hasse ich ihn. Ja, das war doch mal ein recht leichter Kampf, muss ich sagen. Ach du... Scheiße, warum habe ich das gesagt? Friss! Und sobald der Reparaturbot nicht reparieren kann, ist so alles gut. Und noch eine Granate. So, und jetzt kommen die Kills. Jetzt P-Loader. Dann kommst du wieder hin. Nochmal die Viecher kaputt machen. Scheiße. Oh, ich dachte schon, mein Geschütz wäre jetzt schon da. Okay, das war doch ganz leicht. Dann suchen wir nochmal schnell nach irgendwelchen Zusatzsachen. Zum Beispiel dich. Ach. Wie, schon wieder mehr Unterstützung hier? Achso, da ist ja noch einer hinter. Ah, du Kacke, er nimmt keinen Schaden. Nein! Oh, fuck you. Von dir? Wo ist der Reparaturpenner? Ich hab nicht mal eine Ahnung. Wo ist er? Da irgendwo. Hier irgendwo. Da irgendwo. Da hinten irgendwo. Hier kommt er jetzt. Und? Wo? Ich höre ihn. Ich sehe ihn auch. Ist das so ein kleines... Hä? Hey. Okay, ich komme nicht mehr drauf klar. Der ist unsichtbar. Okay, wollen wir das einfach mal dabei belassen und hauen einfach ab. Da ist er ja. Kackviech. Komm her. Blöd, dass sie dich nicht selber reparieren kannst, ne? Wo ist er jetzt? Da ist er. Ich glaube, ich habe zu hoch geguckt letztes Mal. Oh, nerv halt mal mit deinen Scheißmanövern, ey. So, der Kampf war doch recht leicht. Noch einer? Oh, leck. Warum auch immer. So. Und? Granate? Nein. Sniper. Buh. Braucht doch keiner. Gut, hier. Oh, eine neue Waffenkiste. Die, erstaunlich. Unterschiedlichen Waffenkisten finde ich schon sehr geil. Die sehen ja echt richtig geil aus.
da haben sie echt was Gutes gemacht. Ja, toll, der ist tot. Gut, dann würde ich sagen, brechen wir das mal im nächsten Part auf. Bis dann, ciao.